Ich bin Lisa Brückner und ich unterrichte hier Englisch und EWG und unter anderem auch bilingual EWG. Ich bin Lara Müller, ich gehe in die 7. Klasse und bin 12 Jahre alt. Hi, mein Name ist Christian Beutmüller, bin hier Lehrer am Sport und Mathe. Meine Lieblingssache ist Sport. Politik, dass man sich informiert, dass man irgendeine Meinung hat. Ja, ich habe mal gesagt, dass ich Anwältin werden möchte. Ich will Mechatroniker werden. Dass man Zeitung liest, dass man Sachen hinterfragt. Die Demokratie lebt auch davon, dass möglichst viele ihre Stimme abgeben. Es macht keinen Sinn, wenn nur noch 10% der Bevölkerung wählen und die bestimmen dann die Regierung und die anderen 90 gucken zu. Durch das Geige spielen habe ich jetzt entdeckt, dass ich hauptsächlich im Musikbereich ziemlich gut bin. Und jetzt bin ich halt seit 2 Jahren dabei, weil das richtig Spaß macht. Dass man nicht nur alles glaubt, was auf YouTube oder im Internet kommt. Jawohl! Das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es nicht nur der eine ist, der ist wichtig, sondern die komplette Gruppe. Klar gibt es Streit, also ob wir zum Beispiel jetzt die Tanzbewegung machen oder die Tanzbewegung. Wenn man in einer Gruppe tanzt, dann finde ich, ist es auch leichter, weil man teilt einfach diese Aufregung. Wir fühlen uns eigentlich als richtig große Gemeinschaft und das ist, glaube ich, unsere große Stärke. Also wenn man halt alleine lernt, dann ist es vielleicht intensiver, aber wenn man zusammen lernt, dann hat man vielleicht auch viel mehr Spaß dran. Dann ist es nicht so, ich muss jetzt lernen, sondern dann sehe ich die und dann können wir ein bisschen zusammen lernen. Und wenn die Schüler sich gut fühlen, fühlt man sich natürlich auch als Lehrer besser, weil man merkt, dass die Schüler begreifen, warum sie sich mit gewissen Dingen beschäftigen müssen und dass sie das nicht nur machen, um den Lehrer zufriedenzustellen. Es ist einfach auch von der Größe überschaubar, sodass die Lehrer eigentlich fast alle Kinder kennen und die Schüler auch ihre Lehrer sehr gut kennen. Wenn Schüler Erfolge feiern, wenn Schüler sich als selbstwirksam erleben. Wenn sie kommunizieren, das ist schön. Wenn ich merke, dass es bei den Schülern wirklich gut läuft, dass es bei den Schülern Klick macht, vielleicht gerade im Matheunterricht, wenn ich dann merke, dass dann das, was ich vermitteln will, dass es dann wirklich auch rüberkommt. Und dann hilft es natürlich dem Selbstbewusstsein, wenn man weiß, es gibt Lehrer und Schüler, die hinter einem stehen. Ich sehe einfach, dass sie sich um mich sorgen und einfach wollen, dass ich einfach eine gute Zukunft habe. Unsere Schule wird 40. Unsere Schule wird 40. Unsere Schule wird 40. Unsere Schule wird 40. Unsere Schule wird 40.